Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen GuardMe bei Babydan, das erste automatisch faltende Schutzgitter der Welt. Dieses Video zeigt Ihnen, wie extrem einfach es ist, GuardMe zu montieren. Bevor Sie das Schutzgitter montieren, lesen Sie bitte die beiliegende Anleitung und folgen Sie den Anweisungen für eine korrekte Montage. Bewahren Sie die Anleitung bitte als künftige Referenz auf. GuardMe kann sowohl innen als auch außen am Türrahmen sowie oben oder unten an der Treppe montiert werden. Wenn Sie GuardMe innen am Türrahmen montieren, passt es in Öffnungen von 64,5 bis zu 89 cm, bis zu 113,5 cm, wenn eine Extender Guard Verlängerung verwendet wird. Falls Ihre Öffnung eine Türschwelle hat, messen Sie bitte erst die Höhe der Türschwelle. Falls sie höher als 2,5 cm ist, muss Ihr GuardMe außen am Türrahmen montiert werden. Trennen Sie zuerst den Schlüssel von den zwei Abdeckkappen. Die Abdeckkappen werden nur gebraucht, wenn Ihr Schutzgitter außen am Türrahmen montiert wird. Stellen Sie den Schlüssel auf den Boden oder auf die Schwelle und platzieren Sie den Wandanschluss der Bandseite obendrauf. Der Schlüssel sichert den richtigen Abstand zwischen Schutzgitter und Fußboden oder Türschwelle. Befestigen Sie den Wandanschluss der Bandseite mit den langen Schrauben. Benutzen Sie bitte eine Wasserwaage. Wenden Sie in gleicher Weise den Schlüssel an, um den Wandanschluss der Griffseite zu befestigen. Für diesen Wandanschluss werden die kurzen Schrauben gebraucht. Entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung die passende Zahl der Paneele für Ihre Öffnung und entfernen Sie Paneele oder fügen Sie welche hinzu. Um Paneele zu entfernen, benutzen Sie den kleinen Stöpsel auf dem Schlüssel, um die Paneele von dem restlichen Gitter zu lösen und schieben die überflüssigen Paneele ab. Um Paneele hinzuzufügen, schieben Sie einfach die extra Paneele auf das Gitter, bis Sie ein Klicken hören. Wenn Ihr GuardMe-Schutzgitter die richtige Breite hat, schieben Sie das Schlusspanel auf das Gitter. Passen Sie das Schlusspanel in den Wandanschluss der Bandseite, indem Sie oben und unten gleichzeitig drücken. Befestigen Sie das Panel mit Schrauben und Schraubsockeln. Schließen und öffnen Sie das Gitter, um zu sehen, ob es perfekt passt. Das Gitter sollte leicht ins Schloss einklicken und automatisch zurückfalten, wenn Sie am Schloss ziehen und nach unten drücken. Sorgen Sie immer dafür, dass das Schutzgitter so straff wie möglich ist. Falls es justiert werden muss, können Sie die Schrauben lockern und das Gitter entweder weiter in den Wandanschluss hineindrücken oder es etwas herausziehen. Jetzt ist Ihr GuardMe-Schutzgitter einsatzbereit. Wenn Sie GuardMe außen am Türrahmen montieren, passt es in Öffnungen von 55 bis zu 79,5 cm. Bis zu 103,5 cm, wenn Sie eine Extend-A-Guard-Verlängerung hinzufügen. Schieben Sie die Abdeckkappe oben auf den Wandanschluss der Griffseite. Welche Abdeckkappe Sie brauchen, hängt davon ab, wie Sie Ihr GuardMe-Schutzgitter montieren. Die Höhe der Abdeckkappe sollte von der Wand nach außen abfallen. Montieren Sie zuerst den Wandanschluss der Bandseite. Benutzen Sie dafür den Schlüssel. Die Kante des Wandanschlusses sollte mit dem Türrahmen fluchten. Bei der Montage außen am Türrahmen muss der Wandanschluss der Griffseite seitwärts platziert werden und auch er muss mit dem Türrahmen fluchten. Verwenden Sie die langen Schrauben, um diesen Wandanschluss zu befestigen. Wenn das Schutzgitter am unteren Ende einer Treppe benutzt wird, muss es vor der untersten Stufe montiert werden, nicht auf der Treppe. Wird GuardMe oben an der Treppe benutzt, muss es vor der Treppe, nicht auf der obersten Stufe, montiert werden. Beachten Sie bitte, dass das Panelgitter, wenn es oben an der Treppe benutzt wird, mindestens 9 cm von der obersten Stufe entfernt montiert werden muss. Mindestens 13 cm, wenn eine Extend-A-Guard-Verlängerung verwendet wird. Bei der Montage oben an der Treppe ist es besonders wichtig, dass Sie das Schutzgitter so justieren, dass es so straff wie möglich ist, sodass kein Risiko besteht, dass das Gitter über die Kante der oberen Treppenstufe hinausragt. Wenn Sie das Gitter montiert und justiert haben, prüfen Sie bitte ein letztes Mal, dass das Schutzgitter nicht über die Treppe hinausragen kann. GuardMe kann mit einer Extender Guard Verlängerung montiert werden. Genauso einfach, wie Sie extra Paneele auf das Gitter schieben, können Sie auch die Verlängerung aufsetzen.
Beachten Sie bitte, dass die beiliegenden Schrauben nur für die Montage in Massivholz vorgesehen sind. Für andere Oberflächen als Massivholz muss fachlicher Rat bezüglich der Verwendung von geeigneten Schrauben und Wanddübeln eingeholt werden. Besuchen Sie bitte www.babydan.com für weitere Informationen über Sicherheit zu Hause. Babydan, Ice for Safety.